Da steht: Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Na gut, okay. So, jetzt versuchen wir es auch nochmal. Wir haben einmal X und wir haben einmal das. So, und eigentlich fangen wir hier mit Frühling an. Jetzt fangen wir mit Frühling an. Also Frühling, Sommer, Herbst. Das merken wir erstmal. Das hier, dann rechts oben mit Kreis und dann X. Also das da. Rechts oben mit Kreis. Und X. So. Dann Winter. Also das nach rechts. Und dann hier dieses komische Käferding. Das da. Und das komische Käferding. Da. Haben wir es geschafft. Ja, ich kam nur nicht wieder raus. Ich habe das Schild ganz vergessen. Verdammt. Die Grube der Qualen liegt vor dir. Das klingt vielversprechend. Ja, gut mitgemacht, Max. Sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank. So, die Grube der Qualen. Ich glaube, da müssen wir... Es sieht echt tief aus. Ich glaube, da müssen wir rein. Also, los geht's. Oh nein, die Lampe geht aus. Das hätte ich kommen sehen müssen. Wasser, ja, Feuer. So, wir müssen uns hier irgendwie durchklicken. Hier drin ist es dunkel. Ja. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Hilfe! Komm, haben wir hier irgendwo was? It's the pirate's life for me. SOS! Ja, das ist... Ja, es ist... wir kriegen das schon hin. Haben wir hier irgendwas... Hilfe! Was leuchtet denn? Krog nehmen? Das ist der Punkt, an dem Elaine mich normalerweise rettet. Ja, normalerweise, aber... Irgendwas kriegen wir doch schon hin. Ich kann nur 8 Minuten lang die Luft anhalten. Ja, aber wir haben erst 1 Minute rum. Elaine! Komm schon. Jeden Moment! Ja, ich versuche es nochmal. Gut, ich könnte jetzt hier das Schild durchlesen. It's life for me. Aber irgendwas. Guck mal, es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Hilfe! Unter Wasser leuchtet sie nicht. Oh, haben wir irgendwas Leuchtendes? Ich sollte nicht reden, während ich die Luft anhalte. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Aber das leuchtet doch. Ich kann nur 8 Minuten lang die Luft anhalten. Doch, das geht. Du schaffst es. Guck dir das Bild an. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ach, Mist. Es ist einer der schönsten Schlüssel, die ich je gesehen habe. Ach, den kannst du jetzt plötzlich sehen, ja? XYZ. It's the pirate's life for me. Hallo? Das war knapp. Ich muss mir merken, dass Feuer unter Wasser nicht brennt. So, das heißt, wir sind da schon ein Stück weiter, aber auch nicht wirklich. Okay, sie leuchtet. Müssen wir das immer machen, wenn wir jetzt da durchgehen, oder merkt er sich den Weg? Eine verwinkelte Passage später. Sehr gut, okay. Es sieht echt tief aus. Ja, das ist ja schon mal schön. Aber ich bin ja froh, dass wir nicht nur mal die Passagen selber immer gehen müssen, sondern dass er sich das merkt. Also wir müssen diese Lampe irgendwie wasserdicht machen. Irgendwie, weiß ich, Holz rein, nee, Limonen rein. Zettel rein. Krog. Irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass wir unter Wasser Licht haben. XYZZY. Weil ich glaube nicht, dass wir da so weiterkommen. Im Schwarzen. Im Dunklen. Das werden wir nicht schaffen. Deshalb müssen wir das mal was anderes machen. Eine Blase, ja, irgendwie eine Blase. Eine Glocke, ein Eimer, was weiß ich. Irgendwas haben wir noch übersehen.
Eine Käseglocke, das wäre gut. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Bizarrer Hain, haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier ist noch ein Baum. Für einen toten Baum ist er ein wenig zu lebendig. Na. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Das war mein Herz, ich gehe das zerbrochen ist. Ja, und hier hat man schon irgendwo, wo war denn das? Irgendwo hatte ich auch, genau hier hatte ich die Laterne gefunden, also. Ah, sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich nicht den Verstand verliere und einen kühlen Kopf bewahre, ist alles gut. Ja, und hier sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Hier hatte ich, glaube ich, die Laterne dieser gefunden. Dieser Ort ist mir unheimlich. Die ich brauche. Und mehr ist hier auch nicht. Nein, zu den kann ich nochmal quatschen. Kann ich dir ein paar Limonen geben? Versucht es mal mit Limetten. Die sind Sie helfen so gegen Skorbut. Wo hast du das denn gehört? Ist das noch mehr von deinem wissenschaftlichen Hokuspokus? Das stimmt. Du musst gehen, bevor du Skorbut bekommst. Das sind ja so eine Irren. So, ich will ja die Flagge von denen haben. Und Limetten wollen sie nicht. Hier, schaut euch dieses Flugblatt, über Limetten an. Ascorbinsäuremangel, Kollagensynthese, Schleimhäute. Hey, das ist ein Haufen wissenschaftlicher Blödsinn. So etwas brauchen wir hier nicht. Das ist alles nur ein Trick, um unsere Beute zurückzuverfolgen. Als ob du irgendeine Beute hättest. Och Mann. Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Aber kann ich vielleicht ein bisschen rumkritzeln hier auf dem Skorbut-Flugblatt? Nee, kann ich nicht. Vielleicht eine Zahnbürste? Ich muss irgendwie an die Flagge kommen. Irgendwas muss ich denen geben. Irgendwas muss ich denen geben, damit die mir die Flagge geben. Oder dass sie denken, dass sie kein Skorbut mehr haben. Proviant wollen sie auch nicht. Aber hier. Ja, hier, das ist eigentlich Fusel. Ekelhaft. Sieht aus wie eine Avocadosuppe vom Vortag. Aber das wollen sie auch nicht. Aber Holz. Wer will denn kein Holz? Dieses Brennholz in meiner Tasche zu entzünden, ist nicht die klügste Idee, die ich je hatte. Ich sollte einen Platz finden, wo ich es platzieren kann. Warum? Das verstehe ich gar nicht. Ich kann den das hier vielleicht gerne. Kann man das austauschen? Nee, auch nicht. Ach, Mist. Gucken wir nochmal mit Chucks Schiff, was hier los ist. Warte mal. Ich muss mal mit Bob sprechen. Ich brauche neue Witze, die Frau noch nicht kennt. Bist du schon fertig mit dem Witzebuch? Emotional? Ja. Es ist nicht so lang und ich habe es schon 16 Mal gelesen. Ja, ich kann ich das Witzebuch zurückhaben? Und was soll ich dann lesen? Du hast gesagt, du bist fertig. Ja. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Bist du sicher, dass ich das Witzebuch nicht zurückhaben kann? Was anderes es ist zu lesen? Zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Verdammt. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Oh, das ist lustig. So, wir müssen ihm irgendwas geben. Hier, vielleicht das Skorbut-Flugblatt. Ich brauche einen echten Marketing-Experten. Jemanden, der Fußbude an Fische verkaufen kann. Das hier vielleicht das Gedichtbuch? Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es sind Gallets Gedichte. Sie sind unveröffentlicht, aber du kannst einen Blick darauf werfen. Es gibt nichts von Gallet, was ich mir ansehen möchte. Och Mann. Aber das wäre es doch gewesen. Ein Schuldschein? Nee. Verdammt. Die Notiz. Ich dachte wirklich, das wäre was Tolles. Kann ich hier daran umkritzeln? Nee. Die skurrilen Notizen. Verdammt. Verdammt, verdammt. Will er was trinken? Ja, Schuldscheine sind böse, ne? Ja, ja.
Hi, ich arbeite heute westlich des Treibhausstrands. Also, gar nicht Schuldschein. Des es ist ein Schuldschein über Mittel für die Reparatur des Risses auf der unteren Straße. Ja, also wir schulden jemandem was, sondern jemand schuldet uns was. Ha! Das hier vielleicht? Auch nicht. Oh Mann, ey. Nimm doch dieses blöde Hey Buch. Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es sind Gallets Gedichte. Sie sind unveröffentlicht, aber du kannst einen Blick darauf werfen. Es gibt nichts von Gallet, was ich mir ansehen möchte. Welche Art von Büchern magst du denn? Mittlerweile würde ich lange sagen. Ich setze auf pure, unverfälschte, massive Länge. Das Problem mit Büchern ist, dass sie enden. Ja, hier, warte, LeChucks Tagebuch. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist das persönliche Tagebuch von LeChuck. Das ist lang. Damit möchte ich nicht erwischt werden. Das solltest du auch nicht. Außerdem brauche ich unbedingt ein Buch, das mir lange erhalten bleibt. Okay, das ist ja schon wieder ein Hinweis, ne? Ein Buch, was lange erhalten bleibt. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Also hier liegen ja überall mal ein paar Bücher rum. LeChuck noch was? Hier ist kein. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Ich weiß, dass Kunst einen packen soll, aber das geht zu weit. Das ist wirklich ein bisschen gruselig, dass das hier so rauskommt. Schön, eine Diashow von gruseligen Zombie-Typen. Nice. Hier unten noch was? Nein. Nee. Verdammt. Ich glaube, hier haben wir auch schon alles. Keine Nudeln. Big Kid. Okay, also irgendwo müssen wir ein langes Buch suchen. Dämonenpfeffer kann man damit. So, wir klappern erstmal alles ab und gucken nochmal. Ach, ich war auf Brook Island noch gar nicht. Ach, ich bin ja so doof. Ich bin ja so doof, ich war ja noch gar nicht überall. Ich war ja noch gar nicht im bösen Lager. So. Da war ich noch nicht. Ich war bei der Königin, bei der baldigen ehemaligen Königin, aber noch nicht hier im Lager. Und da ist jemand bei den Seeteufeln, genauso wie wir. Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Ja, aber das ist doch eindeutig ein Stumpf. Schöner Stumpf. Ja, Seeteufel ist Schöner mega Stumpf. Gut. Sehr lecker. Und wir sind nämlich Teil der Seeteufel, die sich zu erkennen geben mit dieser tollen Seeteufelköder-Dingens. Ha. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Ja, natürlich. Hier, und zwar... wie war das denn nochmal? Ach, ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich. Dann plötzlich. Ja, genau, die spektakulärste Geschichte auswählen. Was war denn das? Ja, da. Wurde unser Schiff von einem riesigen Kraken mit 40 Tentakeln angegriffen, die wie grässliche, sich windende Finger des Meeres selbst aussahen und nach uns griffen, um uns hinunterzuziehen.
Die Kreatur nahm reißaus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas über Angler erzählen. Ja. Damit meinen Sie Menschen, die angeln. Richtig. Aber wenn Sie einer sind, würden Sie Angler sagen. Das würde ich. Jede Subkultur hat ihre eigene spezielle Sprache. Wörter mit einer für diese Subkultur spezifischen Bedeutung. Wenn Sie sie verwenden, vermitteln Sie sowohl Bedeutung als auch Zugehörigkeit. Das klingt gut. Deshalb enthalten authentisch klingende Fischgeschichten immer eine Menge Anglerjargon. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass mir ein großer Fisch die Schnur zerrissen hat, sondern dass ich mit einem harten Köder gekämpft habe, als ein Fischschlag mein Vorfach zerfetzte. Das ist sowohl sehr spezifisch als auch schwer zu verstehen. Ja. Das ist genau der Punkt. Wollen Sie es mal versuchen? Ja, wir wollen es auf jeden Fall versuchen, na klar. Okay. Also, ich hatte gerade eine Blockade durchbrochen, so dick und tödlich war eine... Nee. Hier, komm mal, ein das Piratenjäger ist namens nochmal. Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... Was ist das? Stringer von einem Smoker getroffen? Wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Ja, so ist es richtig. Ja, das mag er. Sie klingt fast wie ein echter Angler. Keine schlechte Geschichte. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen sollten? Elaine Marley. Sie ist ziemlich berühmt. Ja, stimmt, aber mit der haben wir auch noch nett, nicht gesprochen. Vielleicht empfängt sie sie. Die weiß noch gar nicht. Danke. Die weiß noch gar nicht, dass wir Dingens sind. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sie müssen die Tradition kennen. Ich kann nicht über Seeteufel sprechen, wenn Sie Ihren Köder nicht zeigen. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen, hier reinzukommen. Nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Es ist Urlaub. Genau, eine Führung. Möchte jemand besuchen? Ein Eishändler, der untersuche die Bezugsmöglichkeiten. Ich würde gerne einen Befangenen befreien. Man könnte ja ehrlich sein, ne? Aber ich möchte jemanden besuchen. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Wir wollen Stan sehen. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Na, auf diese fuck. Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Das heißt, wir haben ja hier Bilder. Wir müssen jetzt ein Bild von uns holen, wo wir drauf sind und er. Ich meine, wir können auch das mal versuchen so zu zeigen, aber dann beweisen wir, dass wir mal zusammen waren. Aber hey, hier, guck mal. Das ist Häftling Stern mit der berühmten Gouverneurin Marley. Ich wusste gar nicht, dass er so ein Aufreißer ist. Ja, super, ne? Na, shit. Oder hier, guck mal. Der sieht doch aus wie wir. 1A. Das sind doch wir. Das sind zwei sehr unheimlich aussehende Personen. Schöner Stumpf. Ich würde behaupten, am Ende kommen wir da raus. Ich wette es. Ich wette es. So, Schiff. Le Schiff. Also ich muss nochmal zu Elaine, damit Elaine reden, damit sie mir nochmal Tipps gibt wegen der Seeteufel-Dingens. Ach da. Da ist Elaine. Jetzt kann ich sie sehen.